Sie wollen schlafen, schlummern, träumen? Dann sind Sie genau hier richtig. Ich bin Thomas Uhlmann, Dormabell-Schlafberater, hier im Bettenhaus Uhlmann auf der Bahnhofstraße in Freiberg. Und ich möchte Ihnen heute vielleicht einige Tipps geben, die Ihnen helfen, den Schlaf besser zu erleben. Kürzere Tage, sinkende Temperaturen, Regen. Im Herbst sind viele Menschen anfällig für den sogenannten Herbstblues. Doch dieses Stimmungstief muss nicht sein. Mit frischer Luft, der richtigen Ernährung und ausreichend Schlaf können auch Sie den Herbst gesund und erholt überstehen. Wir verraten Ihnen die effektivsten Mittel. Lichtmangel, der größte Stimmungskiller. Während der Sommer uns noch mit warmen Temperaturen und lauen Abenden verwöhnt hat, geht die Sonne im Herbst meist schon am späten Nachmittag unter. Dieser Lichtmangel schlägt auf die Stimmung. Man wird müde, schlapp und antriebslos. Durch das fehlende Sonnenlicht wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin erhöht und dafür diejenige des Glückshormons Serotonin zurückgefahren. Die allgemeinhin als Herbstblues bekannte Antriebslosigkeit ist also ganz normal und betrifft beinahe ein Drittel aller Deutschen. Frische Luft trotz Regenschauer. So paradox es klingt, auch im nasskalten Herbst sollten Sie nicht auf Bewegung an der frischen Luft verzichten. Schon ein halbstündiger Spaziergang wirkt Wunder, denn trotz des bewölkten Himmels werden Sie hier mit wesentlich mehr Licht versorgt, als künstliche Lichtquellen es liefern können. Noch besser ist es, wenn Sie Ihre innere Hemmnis überwinden und sich zum Joggen oder einer anderen Outdoor-Sportart motivieren können. Auch auf Ihre Ernährung sollten Sie achten, da das schlechte Wetter oft zu Heißhungerattacken verführt, unter Umständen sogar mehr als sonst. Mangelnde Energie holen Sie sich durch Kohlenhydrate in Kartoffeln oder Nudeln zurück. Ihren Serotoninspiegel können Sie mit Schokolade oder Bananen wieder ausgleichen. Wichtig ist auch eine ausreichende Versorgung mit Magnesium, das zum Beispiel in Nüssen, Trockenfrüchten und Linsen steckt. Davon abgesehen ist es aber vor allem im Herbst wichtig, dass Sie genügend Vitamine in Form von Gemüse zu sich nehmen. Auch Obst und Obstsäfte sind eine gute Vitaminquelle, enthalten allerdings auch Fruchtzucker, der bei zu hohem Verzehr die Entgiftungsleistung der Leber beeinträchtigen kann. Um das zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr als 2 Portionen Obst am Tag essen und stattdessen den Konsum von Salat und Gemüse erhöhen. Machen Sie es sich zu Hause gemütlich. Unser Schlafbedürfnis richtet sich danach, wie viele Stunden es hell ist. Durch die bei Dunkelheit erhöhte Melatoninproduktion in unserem Gehirn sind wir im Herbst länger müde. Der Mangel an Licht sorgt auch dafür, dass unsere innere Uhr aus dem Takt gerät. Dadurch steigt unser Schlafbedürfnis im Herbst und Winter um etwa eine halbe Stunde. Längerer Schlaf ist aber nicht automatisch auch besser. Vielmehr gerät unser Rhythmus durcheinander und Schlafstörungen sind die Folge. Auch die Zeitumstellung Ende Oktober kann daran nur kurzfristig etwas ändern. Gegen diese typischen Herbstphänomene lässt sich allerdings vorgehen, indem Sie Ihren Schlaf so erholsam wie möglich gestalten. Dazu gehört, dass Sie sich frühzeitig vor dem Zubettgehen erholen, indem Sie beispielsweise ein Buch lesen oder Tee trinken. Ebenfalls kann es helfen, feste Aufstehzeiten möglichst auch am Wochenende einzuhalten, um den Körper an einen Schlafrhythmus zu gewöhnen. Warme Nächte garantiert durch eine Zudecke mit Kuschelfaktor. Gerade im Herbst sollten Sie zudem Ihre Sommerdecke gegen ein etwas wärmeres Modell eintauschen, denn nächtliches Frieren verhindert, dass unser Körper im Schlaf ausreichend regenerieren kann. Die richtige Zudecke sollte über eine körpergerechte Absteppung, die nicht nur das Verrutschen der Füllung verhindert, sondern sich auch genau an Ihre Körperkontur anpasst, verfügen, sodass keine Kältezonen entstehen. Das garantiert erholsame und kuschelige Nächte, auch bei grauem Regenwetter. Sie sehen deutlich, nirgends am Rand zieht Kaltluft ein und somit bleiben auch die kühlen Herbst- und Winternächte erholsam und der Herbstblues hat keine Chance. Noch ein Tipp: Am Sonntag, den 18.10., ist der Tag des traditionellen Handwerks. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr führen wir hier das alte Handwerk des Federnschleißens und der Herstellung eines Federkiels zum Schreiben hinter. Als Höhepunkt präsentieren wir das erzgebirgische Daunenbett mit dem Mundloch. Das können Sie, wie auch in alter Tradition, aber mit modernen Maschinen, hier selbst füllen. Sie fertigen unter Hinweisen erfahrener Spezialisten Ihr eigenes erzgebirgische Daunenbett mit dem Mundloch, mit echten, originalen sächsischen Bauernpflaumen und erhalten so etwas von hohem Wert und Andenken wie zu großen Zeiten. Ja, das waren meine Informationen für heute und ich hoffe, Sie haben Ihnen etwas gebracht. Schon mein Großvater hatte einen alten Leitsatz, an dem wir es immer noch halten: Will der Kunde gut beraten sein, schaut er bei Bettenuhlmann rein. Und ich hoffe,
Sie können ihn auch für sich in Anspruch nehmen und uns eventuell in Zukunft mal besuchen. Vielen Dank.